Israels Militär hält den Druck auf Irans Verbündete aufrecht. Im Libanon wurden laut Armeeangaben Terrorziele im Raum der Hauptstadt Beirut bombardiert. Im Zentrum des Gazastreifens sollen zwei Kommandozentralen der islamistischen Hamas ausgeschaltet worden sein. Unterdessen bekräftigt Premier Netanyahu, dass man auf den Raketenangriff des Irans reagieren werde. Nur wann und wie ist weiterhin unklar. Explosionen und Feuer in der Nacht in Beirut. Israel setzt seinen Kampf gegen die Hisbollah im Libanon fort. Wir drängen die Hisbollah weiter nach Norden. Einige der Terroristen sind geflohen, andere sind in direkten Kämpfen mit unseren Kämpfern gefallen. Seit Beginn der Operation haben die Streitkräfte etwa 440 Terroristen vom Boden und aus der Luft ausgeschaltet, darunter 30 Kommandeure verschiedener Ränge. Unter anderem versteckt die Hisbollah sich in unterirdischen Tunneln. 250 Meter des Tunnelsystems habe man bereits zerstört, so das israelische Militär. Weitere Tunnel neutralisiert, so wie diesen. Doch durch die israelischen Angriffe kommen auch immer wieder Zivilisten ums Leben, werden verletzt oder verlieren ihr Zuhause. Sie suchen Schutz in notdürftigen Lagern. Das Rote Kreuz unterstützt die libanesische Zivilbevölkerung mit rund 17 Tonnen Medikamenten. Unterdessen sprach sich der französische Präsident Emmanuel Macron am Samstag für einen Lieferstopp von Waffen an Israel aus. Wir wollen Frieden und Sicherheit für alle. Wenn wir einen Waffenstillstand fordern, ist es nur konsequent, keine Waffen zu liefern. Diejenigen, die sie liefern, können nicht jeden Tag einen Waffenstillstand fordern und sie weiterhin liefern. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu reagiert prompt, nennt die Forderung eine Schande. Während Israel gegen die Kräfte der Barbarei unter Führung des Iran kämpft, sollten alle zivilisierten Länder fest an Israels Seite stehen. Doch Präsident Macron und andere westliche Politiker fordern nun Waffenembargos gegen Israel. Sie sollten sich schämen. Verhängte der Iran ein Waffenembargo gegen die Hisbollah, die Houthis, die Hamas und seine anderen Stellvertreter? Nein, natürlich nicht. Diese Achse des Terrors steht fest zusammen. Außerdem bekräftigte Netanyahu eine geplante israelische Reaktion auf den wenige Tage alten iranischen Raketenangriff auf Israel. Und unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf berichtet aus Tel Aviv. Guten Morgen, Steffen. Nach Angaben des israelischen Regierungschefs hat die Armee einen großen Teil des Raketenarsenals der Hisbollah zerstört. Ist damit jetzt ein Ende der Militäraktion im Libanon absehbar? Also das ist meiner Einschätzung nach noch nicht in Sicht, auch wenn Premierminister Netanyahu gesagt hat, dass man da einen großen Teil der Raketen und auch der Abschussrampen zerstört hat. Das, was in der vergangenen Nacht passiert ist, das spricht eigentlich nicht dafür, dass er mit seiner Einschätzung recht hat. Denn mehr als 130 Raketen und Geschosse wurden wieder auf den Norden Israels abgefeuert aus dem Libanon von der Hisbollah. Allein jetzt in den vergangenen Stunden seit Mitternacht noch einmal 30 Geschosse. Es gab auch einen Drohnenangriff hier auf Tel Aviv. Diese Drohne konnte auch abgeschossen werden. Also mit anderen Worten, das zeigt, dass die Hisbollah immer noch in der Lage ist, Israel anzugreifen, den Norden Israels anzugreifen. Und das, was auch der Armeesprecher gesagt hat, das deckt sich nicht mit der Einschätzung des Ministerpräsidenten. Der hat ja gesagt, dass die Angriffe, die Operationen weitergehen. Und so war es ja auch in der vergangenen Nacht. Laut libanesischen Angaben hat es 25 Tote gegeben, hat es 120 Verletzte gegeben. Da wird nicht unterschieden im Übrigen zwischen Zivilisten und Hisbollah-Kämpfern. Und die Zahl der getöteten Hisbollah-Kämpfer, das sind wieder israelische Angaben, die liegt momentan bei mehr als 450. Also um das noch einmal klar zu beantworten, nein, ein Ende der Militäroperation Israels im Libanon, das ist noch nicht absehbar. Steffen, morgen ist ja der Jahrestag des Massakers durch die Hamas. Wie wird dieser Tag in Israel begangen? Also es gibt hier verschiedenste Gedenkveranstaltungen, natürlich gleich früh am Morgen um 6.30 Uhr beispielsweise auch auf dem Gelände, wo das Nova Musikfestival stattgefunden hat. Dort werden Angehörige zusammenkommen, auch in den einzelnen Kibbuzen beispielsweise werden Angehörige in diesen Morgenstunden, wo der Terrorangriff ja vor einem Jahr begann, zusammenkommen und der Toten gedenken. Und natürlich auch, das darf man nicht vergessen angesichts der Lage im Libanon, das wird hier gar nicht mehr quasi als großes Thema wahrgenommen. Und das ist etwas, was natürlich die Angehörigen schmerzt. Es sind immer noch 100 Geiseln
in der Gewalt der Hamas. Am Abend dann auch Großveranstaltungen, wobei Großveranstaltungen, das vielleicht nicht ganz trifft, hier in Tel Aviv die zentrale Gedenkfeier der Familien und Angehörigen. Eigentlich waren da 40.000 bis 50.000 Menschen, die erwartet wurden, mehr als eben nur Freunde, Bekannte, Angehörige. Das wurde jetzt vom israelischen Militär untersagt. Veranstaltungen nicht größer als 1.000 Menschen, das ist das, was noch erlaubt ist. Warum? Weil man fürchtet ganz einfach weiterhin Angriffe aus dem Iran, Raketenangriffe, und deswegen sind große Menschenansammlungen nicht erlaubt. Also das ist das, was morgen hier passiert. Vieles natürlich auch im Kleinen, vieles natürlich auch hinter verschlossenen Türen, Angehörige, die gar nicht die Öffentlichkeit suchen werden. Steffen, vielen Dank nach Tel Aviv. Auch jetzt, einen Tag vor dem Jahrestag des Angriffs aus Israel, haben wieder Tausende von Menschen für die Befreiung der Geiseln aus der Hand der Hamas demonstriert. Die Menschen forderten auch eine Waffenruhe im Gazakrieg. Angehörige der Geiseln werfen Ministerpräsident Netanyahu vor, einen Deal mit der Hamas zu blockieren. Außenministerin Baerbock hat das Hamas-Massaker vor fast einem Jahr als Einschnitt in der jüdischen und deutschen Geschichte bezeichnet. Der 7. Oktober sei eine Zäsur, schreibt die Grünen-Politikerin in einem Gastbeitrag für die Bild am Sonntag. Dass antisemitische Übergriffe seitdem zugenommen hätten, beschäme sie. Dem werde man sich mit der ganzen Härte des Gesetzes entgegenstellen. Zudem bekräftigte Baerbock erneut Israels Recht auf Selbstverteidigung. Vor dem ersten Jahrestag des Überfalls der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober sind in vielen deutschen Städten Demonstrationen angemeldet, die sich allerdings meist gegen Israel richten. Die Bundesinnenministerin warnt, dass die Polizei bei Antisemitismus, Volksverhetzung und Gewalt entschieden eingreifen werde. Israels Botschafter in Deutschland sieht eine unfassbare Antisemitismuswelle in Deutschland seit dem Hamas-Überfall. Sie rollt auch durch Berlin. Im Berliner Bezirk Kreuzberg gärt es seit langem. Besonders viele Migranten aus dem arabischen Raum leben hier. Seit dem Überfall der Hamas wird die Terrororganisation von einigen offen gefeiert. Der Überfall mit Mord, Folter, Vergewaltigung und Geiselnahme am 7. Oktober des vergangenen Jahres ist hier für viele ein Freiheitskampf. Die Polizei ist mit fast 2000 Einsatzkräften allein in Berlin unterwegs. Leider gibt es ja in Deutschland und gerade in Deutschland immer noch genügend pro-palästinensische Organisationen, die sozusagen dieses schreckliche Massaker der Hamas vor einem Jahr auf deutschen Straßen feiern. Das ist ein Unding. So etwas darf es auf deutschem Boden schlichtweg nicht geben. Der Angriff der Hamas auf Israel hat das gesellschaftliche Klima vergiftet. Gerade in den Großstädten wird migrantische Gewalt und Antisemitismus zu einem immer größer werdenden Problem. Eine politische Tendenz, die wir im vergangenen Jahr beobachten konnten, nämlich dass es zum Teil radikale muslimische, klar fundamentalistische Kräfte auch in Deutschland schaffen, das Thema Palästina, Palästinenser, die Forderung nach einem eigenen Staat und die Gräuel, die in diesem Krieg stattfinden, zu einem Kristallisationspunkt zu machen, an dem ganz viele, gerade junge Leute, die sich vorher gar nicht für den Nahen Osten wirklich interessiert haben, plötzlich ihr Bedürfnis nach Widerstand und nach Protest deutlich machen. Überall in Deutschland, wie hier in Düsseldorf, gibt es rund um den 7. Oktober pro-palästinensische Kundgebungen. Der Verfassungsschutz warnt ein Jahr nach dem tödlichsten Tag für Juden seit dem Holocaust vor zunehmendem Antisemitismus in Deutschland. Ein trauriger Jahrestag steht also bevor. Unzählige Menschen sind infolge dieses Terrorüberfalls getötet worden. Für Hunderttausende hat sich ihr Leben drastisch geändert. Trotzdem finden viele darin einen Grund zum Feiern, wie offenbar auch die Betreiber eines Restaurants in Saarbrücken. Dort wird dieser Jahrestag mit einem Sonderangebot begangen. In bester Saarbrücker Innenstadtlage liegt dieses arabische Restaurant. Es wirbt seit Tagen schon mit einem Sonderangebot. Drei Shawarma-Rollen soll man hier für 10 Euro bekommen. Das Besondere daran, dieses Sonderangebot gilt ausdrücklich nur am 7. Oktober. Ausgerechnet dem Tag, an dem vor einem Jahr palästinensische Terroristen nach Israel eindrangen, weit über 1000 Menschen töteten und viele als Geiseln nahmen. Von rund 100 dieser Geiseln fehlt noch heute jede Spur. Das Sonderangebot fiel im Internet einem Pro-Israel-Aktivisten auf. Für ihn ist die Sache klar. Es ist ganz klar, dass hier eine Assoziation ist. Es ist schwer vorstellbar, dass sich dieses
Restaurant Habiba am 7. Oktober mit einem Sondergebot, das es speziell und nur an diesem Tag macht, nicht auf das Datum 7. Oktober letzten Jahres bezieht. Das ist sehr schwer vorstellbar, es ist vollkommen unglaubwürdig. Die Betreiber bestreiten diesen Zusammenhang. Ein Mitarbeiter, der dazu befragt wird, sagt, wir haben nicht gedacht, dass die Leute so denken würden. Der Mann daneben, nach eigenen Angaben der Geschäftsführer, lässt übersetzen, wegen eines Anlasses in der Familie gebe es am 7. jeden Monats ein solches Sonderangebot. Der Reporter konnte das aber für die letzten Monate nicht bestätigen. Bei Passanten auf der Straße überwiegt die Ablehnung. Die Botschaft ist ganz klar, das ist Provokation. Es ist halt die Sache der Betreiber, sage ich mal. Es ist ja deren moralische Einstellung. Ich möchte nicht, dass in unserer Gesellschaft in dieser Form sowas gefeiert wird. Klare Worte findet dazu auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung. Ich glaube, es ist kein Zufall. Nein, ich glaube, es ist wirklich bewusst gewählt, dieser 7. Oktober, ein Jahr nach dem Anschlag der Hamas auf Israel. Es zeigt, dass es Menschen in unserem Land gibt, die nicht unsere Werte teilen. Und es zeigt eben auch, dass wir weitgehend gescheitert sind in unseren Integrationsbemühungen, bei gewissen Gruppen zumindest. Das Restaurant in Saarbrücken war öfter schon auch Anlaufpunkt für Pro-Palästina-Demonstranten, die von hier aus verpflegt wurden. Der Antisemitismusbeauftragte des Saarlands hat sich vor einigen Tagen an das Restaurant gewandt, mit der Bitte, das Angebot zurückzuziehen. Eine Antwort hat er nicht bekommen. Das Sonderangebot zum 7. Oktober gilt nach wie vor. Mehr als 200 Polizisten haben in der Nacht eine Großrazzia im Westerwald durchgeführt. Sie waren gegen ein Treffen der rechtsextremistischen Kleinpartei Dritter Weg im rheinland-pfälzischen Hachenburg vorgegangen. Bei einer Kampfsportveranstaltung hat die Polizei knapp 130 Teilnehmer überprüft. Festnahmen gab es keine. Es ist ein besonderer Ort, an dem Donald Trump seine jüngste Wahlkampfveranstaltung abgehalten hat. Er ist nach Butler gekommen, wo er vor knapp 3 Monaten von einem Attentäter angeschossen wurde. Auf der Bühne feierte er seine und die Entschlossenheit und Kampfbereitschaft seiner Anhänger und holt sich zur Unterstützung Tech-Milliardär Elon Musk auf die Bühne. Michael Wüllenweber war für uns bei der Rallye in Butler dabei. Ich wünsche mir, die Fake News würden diese Massen zeigen. Es ist eine große Menge, es ist eine wunderschöne Menge, der junge Mann macht auf Donald Trump. Tatsächlich, die Trump-Fans werden das Veranstaltungsgelände aus den Nähten platzen lassen. So sieht der Ex-Präsident von oben aus seiner Trump Force One eine Platzrunde drehend Erfreuliches. 20.000 begeisterte Fans, vielleicht auch mehr. Der Präsident kommt an den Ort des Attentates, diesmal unter allerhöchsten Sicherheitsvorkehrungen, und es sollte etwas ganz Besonderes werden. Nicht die übliche Attacke war angekündigt, sondern mehr innehalten, ein Vorsatz, den Trump allerdings schnell beiseite schob. Die, die versuchen, uns zu stoppen, um eine bessere Zukunft zu erreichen, haben mich beleidigt, haben versucht, mich anzuklagen, und wer weiß, vielleicht haben sie auch versucht, mich zu töten. Ein schwerer Vorwurf, der auf die Demokraten zielt. Viele seiner Fans waren schon im Juli hier, als die Schüsse fielen. Es ist dann doch keine normale Trump-Veranstaltung. Zuerst waren wir geschockt. Ich dachte, es wäre ein Feuerwerk. Als Trump wieder hochkam, ist die Menge regelrecht explodiert. Das war sehr positiv. Keine normale Veranstaltung, auch weil er dabei war, erstmals. Trump-Fan und Großspender Elon Musk. Der Tech-Gigant geriet an der Seite Trumps fast aus dem Häuschen vor Freude. The true test of someone's character is how they behave under fire. Ein echter Charaktertest ist, wie jemand sich unter Feuer verhält. Wir haben einen Präsidenten, der keine Gangway zum Flieger hochklettern kann, und einen anderen, der seine Faust ballt, nachdem er angeschossen wurde, Fight, Fight, Fight ruft, während sein Blut das Gesicht herunterläuft. Fight, fight, fight! Blood coming down the face. Musk-Lobpreisung hatten dann viele schon nicht mehr mitbekommen, denn schon kurz nach Beginn der Trump-Rede setzte der Exodus ein. Nach stundenlangem Warten waren die Beine müde gestanden. Meine Beine tun weh, ich gehe jetzt Fernseh schauen. Wir haben ihn gesehen, es war eben ein langer Tag. Und warum gehen Sie? Es war ein langer Tag, wir haben ihn gesehen, sagt auch sie.
aber nur auf der Videowall. Trump mal sehen, ja, aber nicht hören bis zum Ende. Das geht von der Couch ja auch bequemer. Und unser US-Korrespondent Michael Wüllenweber ist für uns in Pennsylvania. Michael, du konntest den Wahlkampfauftritt in Butler begleiten. Während seiner Rede rief Trump den Tech-Milliardär Elon Musk auf die Bühne. Der forderte die Menge auf, Trump zu wählen. Kann der Ex-Präsident das Momentum von Butler für sich nutzen? Ja, also ich glaube schon, dass ihm das ein wenig nutzen wird. Er hat unheimlich viel Aufmerksamkeit durch diesen Auftritt natürlich bekommen, auch in den Medien. Alle amerikanischen Fernsehsender waren natürlich dann zuerst einmal drauf, wieder bei Donald Trump. Und das ist schon ein großes Ereignis, der Ex-Präsident, der zurückkommt an den Tatort dort, wo er erschossen werden sollte. Und deswegen waren ja auch so viele da. Es waren ja viel, viel mehr da als beim letzten Mal. Und normalerweise hat der Präsident ja so ein Problem mit diesen Größen von Veranstaltungen. Da übertreibt er ja immer ganz gerne. Aber diesmal war es so, dass vor der Sicherheitskontrolle für viele schon Schluss war tatsächlich. Die sind nicht mehr reingekommen. Das Gelände musste gesperrt werden. Also das ist ein Erfolg für Donald Trump hier in Pennsylvania. Auf jeden Fall dort, wo es ja so unheimlich eng ist zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Und wir wissen, auf Pennsylvania wird es vermutlich ankommen. Wer Pennsylvania gewinnt, der hat die besten Chancen, tatsächlich dann auch Präsident zu werden. Und da hat er heute vielleicht mit ein bisschen punkten können tatsächlich. Aber auch wieder mal andere, womöglich abgeschreckt mit dieser Einlassung, dass womöglich ja die Demokraten, er hat zumindest ja insinuiert, ihm nach dem Leben trachten würden. Und das ist natürlich schon starker Tobak. Michael, vielen Dank, direkt nach Pennsylvania. Tja, das war's fast schon wieder. In München geht heute das Oktoberfest zu Ende. Auch wenn das Wetter in der zweiten Woche nicht immer mitspielte, es sieht nach einem friedlichen und entspannten Wiesenausklang aus. Und damit blicken wir zu Philipp Röttger für uns auf dem Oktoberfest in München. Philipp, 16 Tage Ausnahmezustand auf der Theresienwiese. Haben die Menschen überhaupt noch Lust auf Bier und Party? Ja, auf jeden Fall. Gerade um 9 Uhr haben die Tore hier hinter mir aufgemacht beim Haupteingang. Und dann sind wieder tausende Menschen hier auf das Oktoberfest geströmt, auf die Zeltstraße. Wir können uns das hier mal ja anschauen. Hier sind die großen Zelte neben mir. Und da sind die Leute wieder entlang gesprintet, um auch am letzten Tag noch einen Tisch in den Zelten zu bekommen. Da von diesen nicht reservierten Plätzen, da gibt es in jedem Zelt welche. Aber die sind vor allem am Wochenende immer sofort weg. Jeder will auch am letzten Tag, am 16. Tag heute, noch mit dabei sein. Aber es wird wahrscheinlich in diesem Jahr keine Rekordwiesen von den Besucherzahlen her. Die genauen Zahlen, die gibt es heute ab 13 Uhr bei einer Pressekonferenz. Aber wir konnten dem Wiesenchef gestern schon so ein wenig was entlocken und da hat er gesagt, nein, er geht nicht davon aus, dass es eine Rekordwiesen wird. Letztes Jahr waren es ja über 7,2 Millionen Besucher hier. So viel werden es in diesem Jahr nicht, sehr wahrscheinlich, aber es wurde mehr getrunken und mehr gegessen. Also die Menschen, die haben sogar noch mehr Mass dieses Jahr bestellt und das, obwohl die Mass mittlerweile in vielen Zelten über 15 Euro kostet und auch das Händel, das kostet ja 16, 17 Euro. Und da hatte man am Anfang schon so ein wenig Bedenken, ob die Besucher wirklich so viel bestellen. Aber den Besuchern, denen war das total egal, auch in diesem Jahr, dass der Liter Bier 15 Euro kostet. Es wurde wieder Millionen Bier, Millionen Mass hier bestellt. Positive Nachricht in diesem Jahr nach 16 Tagen. Es sieht nach einer sehr, sehr friedlichen Wiesn aus. Weniger Strafanzeigen, weniger Körperverletzungen und es mussten auch weniger betrunkene Menschen hier von der Wiesn abtransportiert werden. Und das Wichtige auch, weniger minderjährige Jugendliche mussten abtransportiert werden. Also es sieht wirklich so danach aus, als wären die Menschen in diesem Jahr um einiges friedlicher gewesen hier auf dem Oktoberfest. Bei den Schaustellern, die ziehen sehr wahrscheinlich nicht die beste Bilanz, denn in den letzten Tagen war es sehr, sehr kalt, 8 Grad und Nieselregen. Und das hat natürlich viele Familien vor allem abgehalten, hier auf die Wiesn zu kommen. Trotz teurer Bierpreise, also mehr getrunken worden. Na, dann sag ich mal Prost. Stellen Sie sich vor, Sie begegnen einem wildfremden Menschen auf der Straße, der nicht nur Ihren Namen, sondern auch Adresse, Geburtsdatum, Beruf und sogar Ihre Verwandten kennt. Und das, obwohl er Sie gerade zum ersten Mal gesehen hat. Gibt's nicht?
gibt's doch, wie zwei Studenten aus den USA bewiesen haben. Peter Antjes berichtet. Mit einer sogenannten smarten Brille, die eingebaute Minikameras hat, sind zwei Harvard-Studenten auf die Straße gegangen, haben wildfremde Passanten gefilmt und ihre Gesichter sofort live ins Internet geladen. Wir haben die Bilder über Instagram an ein Gesichtserkennungsprogramm gestreamt, das im Netz nach weiteren Fotos der Person sucht. Eine künstliche Intelligenz gleicht parallel alle öffentlichen Datenbanken nach Informationen über Name, Adresse, Telefonnummer oder andere Daten zu der Person ab. Schon nach kürzester Zeit liegt das Ergebnis vor, mit dem die Studenten dann ihre ahnungslosen Opfer konfrontierten. Sind Sie Betsy, die für die Cambridge Community Foundation arbeitet? Arbeiten Sie nicht mit Minderheiten wie Muslims aus Indien zusammen und heißen Vishit? Ist Ihre Adresse in Atlanta, Georgia? Atlanta, Georgia, 303. Die Studenten hinter dem iX-Ray genannten Projekt wollen die Ergebnisse nicht missbrauchen, sondern mit der Veröffentlichung ihrer Videos zum Nachdenken anregen. Denn die heimliche Beschaffung von Daten ist in den USA wie auch bei uns verboten. Wir haben jetzt schon Regelungen, man darf Daten ja eigentlich nur mit Einwilligung der betroffenen Person verarbeiten. Also wenn man jetzt einfach jemanden aufnimmt, die Daten verarbeitet und dann veröffentlicht, dann verstößt das jetzt schon gegen die DSGVO. Diese Datenschutzgrundverordnung allein aber hilft nicht, wenn man in sozialen Medien sehr freigebig mit seinen Daten umgeht und seine Privatsphäre ausbreitet. Im Endeffekt ist man meist selber schuld, das Ganze zu stoppen, nicht so einfach. Wenn man sich dagegen schützen wollen würde, dann muss man allerdings erstmal verhindern, dass Daten überhaupt im Internet auftreten. Das ist allerdings schwierig. Im Nachgang kann man dann Schadensersatzansprüche geltend machen oder auch Unterlassungsansprüche. Am besten nur das Nötigste im Internet preisgeben, raten auch die beiden Harvard-Studenten. Sonst kann so etwas demnächst auch Ihnen passieren. Oh my God. Yes.